Christine Buchholz hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Bundestagsabgeordneten sollen heute über einen robusten Bundeswehreinsatz nach Kapitel 7 der UN-Charta entscheiden, für den noch kein Mandat des UNO-Sicherheitsrats vorliegt. Sie sagen, Frau Schuster, das sei kein Vorratsbeschluss. Meine Damen und Herren, das ist unglaublich. Wir werden der Regierung keinen Blankoscheck geben. Und es ist auch bezeichnend, dass in dieser Debatte kein Redner der Regierung spricht. Offensichtlich will keiner von Ihnen den Kopf für diesen Blankoscheck hinhalten, der verfassungsrechtlich höchst fragwürdig ist. Wir werden keinen einzigen Soldaten in einen Einsatz schicken, von dem nicht klar ist, wie er genau aussehen wird und was für Gefahren die Soldaten erwartet. Sie sollten das auch nicht tun. Möchten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Schuster zulassen? Bitte schön. Kollegin, ist Ihnen bekannt, dass es parlamentarische Praxis ist, dass in der Regel bei einer Mandatseinbringung bei der ersten Lesung die Regierung spricht und dann ist es hohe Recht der Parlamentarier, ist bei der zweiten Lesung zu sprechen? Und die zweite Frage, ist Ihnen bekannt, dass es einen Brief der Bundesregierung an die Fraktionsvorsitzenden gibt, die angeboten haben, eine Sondersitzung hier abzuhalten? Denn das Problem des Zeitablaufs löst auch Die Linke nicht, denn am 9. Morgen werden wir einen neuen Start haben. Und wenn Sie nicht wollen, dass da eine Lücke entsteht, müssen wir entscheiden. Ja? Insofern ist Ihnen das bekannt und ist Ihre Fraktion nicht in der Lage, sich mit so einem Verfahren zu arrangieren? Nein, wir sind nicht bereit, einen solchen Präzedenzfall zu schaffen. Und ich finde es äußerst fragwürdig, dass die Regierung nicht spricht, weil es tatsächlich nicht Usus ist. Sie wissen noch nicht, beispielsweise was die Situation im Grenzregion angeht, was ein Mandat, was der UN-Sicherheitsrat beschließen wird. Das heißt, gerade da, wo es brenzlig ist, gibt es noch gar keine Klarheit. Und Sie schicken die Soldaten dahin. Sie gehen innen, die sind schon da, aber Sie lassen sie dort, während Sie im Sommerurlaub sind. Und das halten wir für nicht akzeptabel. Sie sagen, Sie wollen helfen, Zivilisten zu schützen. Dabei verbreiten Sie Unwahrheiten. In der Debatte am Mittwoch haben Herr Missfeld, aber auch Frau Müller so getan, als ging es bei dem Mandat um den Schutz von Zivilisten in Abyei in der nordsudanesischen Provinz Südkordofan. Aber darum geht es momentan noch nicht. Also noch hat der UN-Sicherheitsrat jedenfalls nicht beschlossen. Noch gibt es auch keine Zustimmung des Nordsudan, weil nämlich es ein explizites Mandat für den Südsudan ist. Und so wie die Nachrichtenlage ist, sieht es auch sehr unwahrscheinlich aus, dass der Nordsudan ein Mandat zustimmt, was auch das Staatsgebiet des Sudan betrifft. Gegen wen soll das Militär denn eigentlich eingesetzt werden? Bei den internen Konflikten im Südsudan sind in diesem Jahr mehr Menschen getötet worden als im Darfur. Dabei handelt es sich um drei Arten von Konflikten. Zum einen sind es Konflikte zwischen Stämmen um Weideland und Vieh. Soll die Bundeswehr etwa den Krieg gegen Stammesmilizen führen und dabei ganze Bevölkerungsgruppen gegen sich aufbringen? Zweitens sind es Kämpfe zwischen ehemaligen Bürgerkriegsmilizen. Soll die Bundeswehr etwa dazwischen gehen? Drittens handelt es sich um einen Einsatz an der Seite der südsudanesischen Armee, der SPLA. Die SPLA ist bekannterweise an Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Gestern kam die Meldung rein, dass Soldaten der SPLA Oppositionelle attackiert haben. Wie soll die Bundeswehr an ihrer Seite Zivilisten schützen und die Demokratie mit aufbauen? Können Sie mir das mal erklären? Um diese Fragen drücken Sie sich herum und wollen das Mandat heute durchpeitschen, um dann entspannt in den Sommerurlaub zu fahren. Da machen wir nicht mit. Wenn Sie den Menschen im Südsudan helfen wollen, ist eine realistische Einschätzung über die drängendsten Probleme wichtig. Die schwangerschaftsbedingte Sterblichkeit im Südsudan ist weltweit die höchste. Bei meinem Besuch im Südsudan letzten November erfuhr ich, dass die Wahrscheinlichkeit für ein 15-jähriges Mädchen höher ist,
bei der Geburt eines Kindes zu sterben, als die Schule abzuschließen. Momentan sind Millionen Menschen durch die Dürre am Horn von Afrika vom Hungertod bedroht. Bei der Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ströbele? Nein. Bei der letzten Dürre dieser Art im Juni 2009 mussten die Hilfsorganisationen in einem massiven Kraftaufwand bis zu 4 Millionen Menschen, etwa 40% der Bevölkerung, mit Nahrungsmitteln zu versorgen, um eine Katastrophe zu verhindern. Der eklatante Mangel an sozialer Infrastruktur, die Armut, die Subsistenzwirtschaft unter schwierigsten Bedingungen, das sind die wesentlichen Ursachen für bewaffnete Konflikte. Militär ist da keine Hilfe. Aber es gibt Möglichkeiten, den Menschen im Südsudan zu helfen. Das Internationale Rote Kreuz zum Beispiel geht aufs Land und hilft in den Dörfern dabei, Brunnen zu bauen mit den Hilfsmitteln, die dort zur Verfügung stehen. Diese Hilfe ist nachhaltig, weil sie auch noch wirkt, wenn die Helfer gegangen sind. Aber leider gibt es davon nur 2 Teams, weil nicht genug Geld zur Verfügung steht. Wir sagen, die Menschen brauchen wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Nur so gibt es eine soziale Basis dafür, dass der Südsudan entmilitarisiert wird. Das fordern der Antrag der Linken, den wir heute zu dieser Debatte mit einbringen. Stimmen Sie also für den Antrag der Linken und sagen Sie Nein zu dem Blankoscheck für diesen Unmisseinsatz.